Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Gede, denn es haben sich ganz viele gewünscht. Hey Adler, kannst du mal die Gede vorstellen? Natürlich kann ich das. Die wunderbare Ernst-Gede. Kommen wir zum geschichtlichen Teil von diesem Schiff. Dieses Schiff gab es nämlich gar nicht, denn sie basiert eigentlich auf die Zerstörerklasse 1934. Ist aber, also das Schiff, was wir jetzt hier selbst sehen, nie gebaut worden. Von der 1934er Variante sind ja 16 Zerstörer gebaut worden. Ich verstehe halt da nicht so ganz, warum Wargaming sich da nicht eins von denen rausgepickt hat und das dann gebracht hat. Nein, da wird hier lieber ein Schiff genommen, was es gar nicht gab. Finde ich ein bisschen fragwürdig. Aber nun gut, kommen wir erstmal zur Gede selbst. Ich persönlich muss sagen, ich mag sie wirklich gerne. Ja, sie ist recht träge, keine Frage. Also die T61 ist da doch deutlich agiler. Aber die 150er auf der Gede sind einfach nur geil, Freunde. Die machen richtig viel Spaß. Und das Geile ist auch, wenn ihr sagt, boah, nee, die 150er, die machen mir keinen Spaß, dann baut sie halt wieder aus. Ne? Dann habt ihr die 128er mit einer besseren Turmdrehgeschwindigkeit, einer besseren Nachladezeit. Das ist doch schön. Das ist halt das Geile bei der Gede. Man kann sich halt aussuchen, 128er oder die 150er. So, schauen wir uns erstmal an, was ich eingebaut habe. Ich habe als erstes natürlich das C-System Mod 1 drin und als zweites habe ich natürlich das Steuergetriebe Mod 2 drin, denn ich habe sie mehr auf die Guns geskillt und ihr wisst dann, haben wir eine verschlechterte Ruderstellzeit, deswegen muss ich hier mit dem Steuergetriebe so ein bisschen gegenwirken. Kommen wir mal zur Ausrüstung von der Gete. Ihr seht schon, wir haben dabei Schadensbegrenzung, zweimal Nebelerzeuger, zweimal Motorboost und Sonar. Leider jetzt hier nicht das überkrasse deutsche Sonar, sondern wirklich nur so ein 4 Kilometer Sonar, weil wir hier halt auf Stufe 5 sind, ne? Trotzdem, Sonar ist einfach nur geil und wird halt auch von vielen feindlichen DDs ziemlich unterschätzt. Ordnung von Torpedos 2,8 Kilometer, Wirkungsdauer 92 Sekunden, Ladezeit 171 Sekunden und wie gesagt zwei Stück an der Anzahl. Wir machen hier jetzt mal den epischen Booster raus. Im Gefecht hatte ich ihn auch wieder drauf, nur dass ihr Bescheid wisst, damit wir jetzt hier nicht so die Werte verfälschen. Kommen wir zu den Werten. Überleben haben wir hier 16.500 Trefferpunkte, das ist vollkommen in Ordnung. Panzerung 10 bis 16 mm. Kommen wir zur Artillerie. Und ihr seht das schon, ich habe die 150er drauf, 4x1 150er. Feuerreichweite 10,2 Kilometer. Wir müssten da, ich glaube, mit dem Booster müssten wir auf 10,7 kommen. Also kein großer Unterschied. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, 10,6 sogar nur. Also ist kein großer Unterschied. Jetzt können wir es auch drinnen lassen. Nachladezeit 6,5 Sekunden. Ja, das ist recht hoch. Aber trotzdem, Freunde, müsst ihr bedenken, es sind 150er. Und die haben einen verdammt geilen Schadensoutput. Also ihr macht damit wirklich Schaden. Es dauert natürlich, bis ihr wieder nachgeladen habt. Aber ich hatte mal, damals, ist schon ein bisschen länger her, gegen Fourpas ein richtig geiles Match, wo er die T61 hatte und ich die Gede. Und ich habe ihn wirklich mit den Guns rausgeschossen. Klar, er konnte natürlich schneller schießen. Aber sein Schadensoutput war einfach nicht so hoch. Und meiner Schadensoutput ist halt deutlich höher gewesen und das hat halt auch richtig gescheppert. Dafür habe ich natürlich deutlich langsamer nachgeladen. Dauer von 80 Grad, Kehre 22,5 Sekunden. Kennt man von den Deutschen, die Turmdrehgeschwindigkeiten sind einfach nicht die besten. Sprenggranatenhöchstschaden 2420, Bandwahrscheinlichkeit 12% und eine AP-Granatenhöchstschaden 4040, Freunde. Also, wenn da ein leichter Kreuzer oder ein Kreuzer auf Breitseite fährt, auf Stufe 5, dann scheppert das ordentlich. Natürlich müsst ihr auf die Reichweite achten, ne? Auf, keine Ahnung, 10 Kilometern. Tut's auch weh, aber auf Nahkampf, da tut's dann natürlich richtig weh. Torpedos haben wir hier 2x4, 533 mm, Nachladezeit 90 Sekunden, Dauer von 80 Grad Kehre 6 Sekunden, Höchstschaden 13.700. Torpedoerkennbarkeit 1,3 Kilometer, Torpedoreichweite 8 Kilometer und Torpedogeschwindigkeit 65 Knoten. Also ihr seht schon, ein absoluter Normalwert, also nicht zu stark, nicht zu schwach, das ist vollkommen in Ordnung. Die Gede ist halt wirklich ein schöner Hybrid, ne? Man kann sie sich so ein bisschen aufteilen, wie man möchte. Man kann sagen, alles klar, ich spiele sie doch ein bisschen mehr auf die Torpedos. Oder man sagt, alles klar, ich gehe ein bisschen mehr auf die Guns. Sie kann beides wirklich absolut gut. Das muss man wirklich sagen. Flugabwehr haben wir hier nur 17 Punkte. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Manövrierfähigkeit haben wir hier 37,1 Knoten. Wendekreisradius 690 Meter. Und eine Ruderstellzeit von 3,6 Sekunden. Ja, 690 Meter, das ist schon nicht wenig. Und ihr werdet das auch immer wieder merken, dass die Gede echt einen riesen Wendekreisradius hat. Und da kann man halt auch mal gerne gegen die Insel dotzen. Das ist mir, glaube ich, in der Runde auch passiert. Ich musste in der Runde halt immer wieder beim Luca bleiben, weil Luca seinen Wille nutzen musste. Weil ihr wisst ja, wie der Luca ist, der lässt sich natürlich richtig schnell runterschießen. Tarnung, haben wir hier 96 Punkte, 5,8 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser. Das ist mein Kapitän verschuldet, weil wie gesagt, ich bin hier voll auf die Gans gegangen. Erkennbarkeit zur Luft 3,2 Kilometer und eine garantierte Erkennbarkeit 2 Kilometer. Panzerung, Freunde, brauchen wir uns nicht angucken. Kommen wir zur Übersicht. C, überdurchschnittliche Basis-TP, das stimmt. Schwere Geschütze, das Schiff ist mit großkalibrigen Hauptgeschützen bewaffnet, das stimmt auch. Träges Anvisieren, unterdurchschnittliche Drehgeschwindigkeiten der Hauptbatterie, Nahkampf problematisch. Das stimmt, aber nicht unmachbar. Im Gegenteil, also
es werden immer wieder Situationen kommen, wo dann der Gegner doch ziemlich überrascht ist, was ihr mit der Gede für einen Schadensoutput raushaut. Also wir haben hier im Gefecht dann auch, ich glaube, eine Mahan war es, mit der habe ich mich ein bisschen gefightet. Und da seht ihr dann auch einfach mal, was das Ding wirklich für einen Schaden rauskloppt. So, kommen wir noch zu meinem Kapitän. Wir haben dabei den Erich Bay. Wir haben als Inspiration Jesky Swerski, um hier halt wirklich ein bisschen den Tarnwert zu verbessern. Und dann habe ich hier Vincent Modov, um einfach nochmal die Nachladezeit runterzudrücken. Ne? Ihr seht, 6,8 Sekunden, wenn man sie halt auf ganz spielen möchte. Ist nicht das Geilste. Dann habe ich hier aufmerksamer Zorn. Es ist halt problematisch, bin ich ganz ehrlich. Denn die Nachladezeit der Geschütze ist minus 8% geil. Auch die Erkennbarkeit von Torpedos 15% ist geil. Aber 10% Ruderstellzeit, das merkt man bei den Deutschen ziemlich hart. Also sie sind dadurch wirklich, wirklich träge. Und es kann euch passieren, dass ihr euch da auch gerne mal immer mal wieder ein Torpedo reindüdelt, weil ihr einfach nicht richtig ausweichen könnt. Damit muss man halt wirklich umgehen können. Daran muss man sich gewöhnen. Wenn man sich dran gewöhnt hat, ist das aber vollkommen in Ordnung. Bei den anderen merkt man es halt nicht so krass wie jetzt hier bei den Deutschen. Dann habe ich Mercer drauf. AP-Schaden nochmal plus 10% und High-Schaden plus 10% und zerstörerische Erkennbarkeit minus 4%. Ist mir persönlich aber egal, weil wie gesagt, ich spiele sie halt hauptsächlich gerne mit den Geschützen. Dann habe ich hier nochmal aufmerksam genommen, um erlittenen Schaden zu vermindern und nochmal Erkennbarkeitsreichweite von Torpedos zu erhöhen. Also ihr seht schon, wir haben jetzt hier 20% mehr Erkennbarkeit von den Torpedos. Das ist natürlich geil, tut natürlich meinem Team auch ziemlich gut. Dann habe ich hier nochmal Nebel über dem Wasser und zum Schluss habe ich hier unaufhaltsam, damit ihr Bescheid wisst. Ja Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch mit der Gede oder mit dem Gädchen gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Gede. Wir sind hier Nachbarnherrschaft unterwegs. Bekleidet werde ich von Luca in seiner Urwelt und den Enemy in seiner Prinz Eitel Friedrich. Wir haben eine King George, eine New Mexico, eine West Virginia, eine Fuso, eine Atlanta, eine Lagerlisionär, eine Aoba, eine Mars und eine Mahan im Gegnerteam. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier anfangen, haben wir natürlich hier gleich wieder unsere Werbung raus. Diesmal mit der Citrus Cobra und was soll ich sagen, das ist die einzige Sorte, die mir nicht so geschmeckt hat, nicht vom Geschmack her selbst, sondern einfach, weil ich bei den Zitrusfrüchten einfach wirklich dieses Säuerliche mag, dieses bittere Säuerliche, wie ihr es kennt. Es ist mir ein Tick zu süß. Also bei Zitrusfrüchten möchte ich halt so ein bisschen Bitterlichkeit, Säuerlichkeit, ihr wisst, was ich meine. So wie bei dem Chamäleon. Das hat Cobra nicht, das ist eher ein bisschen süßer angehaucht. Ihr kennt das bestimmt von diesen Froop-Zitrone, das ist ja auch eher süß als sauer. Und das ist einfach nicht meins. Deswegen muss ich hier sagen, wer süße Zitrusfrüchte mag, der wird hier auf jeden Fall seinen Geschmack finden. Wer so ein Fan ist wie ich, der holt sich lieber Chamäleon, der wird da auf jeden Fall besser bedient sein. So, Freunde, jetzt wollte ich natürlich hier ein bisschen was zur Gede sagen. Die Gede ist wirklich ein geiles Schiff. Klar, ich bevorzuge auch die T61, weil das Gesamtpaket ist von der T61 einfach stimmiger. Die Gede hat halt den Nachteil, dass sie halt so lang ist und dadurch halt recht unwendig. Und sie hat halt hier auch immer mal eine recht bescheidene Streuung von den Guns, aber dafür ist der Schadensoutput von den 150ern wirklich in Ordnung. Ihr braucht da auch keine Angst haben gegenüber Gun-DDs. Ihr könnt auch Gun-DDs ordentlich eine reinschruppen und ihr könnt sie da halt auch rausnehmen. Trotzdem, im Gesamtpaket ist die T61 einfach unschlagbar in meinen Augen. Da ist halt eine Gete so ein leichtes, ja wie soll ich sagen, hat da so das leichte Nachsehen mit ihr. Trotzdem nach wie vor ein geiler DD, den ich jetzt hier auf ganz geskillt habe. Und ja, haben wir natürlich den Nachteil, dass sie eben nicht die wendigste ist. Wir versuchen jetzt hier erstmal C einzunehmen, warten hier so ein bisschen. Ah, da ist ein Atlanta, wir müssen hier ein bisschen zurück, weil 8 Kilometer müsste sie eigentlich Radarreichweite haben. Wir schießen logischerweise nicht drauf, weil die Atlanta könnte uns natürlich hier ordentlich eindrücken. Und warten, bis unsere Jungs hier hinten um die Insel raus sind. Ja, es hat keine 2 Minuten gedauert und wir haben schon unseren ersten DD verloren. Das ist natürlich sehr traurig. So, da hat die Atlanta mal ordentlich gefressen. Sehr schön. Habe ich zu den Jungs auch gesagt, hier Priorität muss die Atlanta haben. So, Lagerlisionär will hier links rum. Dann schauen wir doch mal, ob wir eventuell hier ein paar Torpedos hinschicken können. Weil die Nachladezeit von den Torpedos ist vollkommen okay. Ne? Die ist absolut in Ordnung. Da gibt es deutlich Schlimmeres. So, jetzt warten wir. Man kann natürlich sie auch auf die Torpedos skillen. Das ist halt das Geile bei Hybriden. Ne? Man kann sie halt wirklich sagen, okay, ich möchte sie ein bisschen mehr auf Guns spielen oder ich möchte sie mehr auf Torpedos spielen. Das kann man bei der Gede wirklich super toll einstellen. Wie gesagt, ich bin einfach immer ein Fan bei DDs. Ich möchte sie halt auch gerne mit meinen Guns schießen. So, ich habe jetzt Sonar aktiviert, um zu schauen, dass hier die Lager Legionär rumkommt. Weil ich mir halt die ganze Zeit dachte, ey, wo bleibt sie denn? Die müsste ja jetzt mal langsam mal links durchkommen. Nee, die ist wieder rumgedreht.
War natürlich auch sinnvoll für sie, weil wenn sie hier rausgefahren wäre, wäre sie halt komplett in die Arme von den zwei Schlachtis gefahren. Gut, sie hat aber jetzt trotzdem eine kassiert. Wir werden uns jetzt hier einmal einnebeln und werden hier auch mal mit AP drauf schießen. Und wir treffen einfach nicht. Sehr geil. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ja, 1300 Schaden, das ist okay. Wir haben jetzt hier schon drei Schiffe verloren. Also A, ich weiß nicht, was A da unten macht. Komm schon. Und nochmal eine Breitseite raus. Boah, das kann's doch nicht sein. Schon wieder zwei Overpants. Und da hat sie sich Enemy geholt mit seiner Secondary. Ärgerlich. Aber raus ist raus. Wir müssen hier unbedingt aufholen. Wie gesagt, wir haben schon drei Schiffe verloren. Die haben fast zwei Caps. Wir haben jetzt hier C eingenommen. Also alles gut. Dann habe ich zum Enemy gesagt gehabt, hier pass auf. Ich denke mal, dass der DD, weil jetzt hier, seht ihr es gerade, ist die Ortung umgesprungen. Der DD wird vom B hier hochkommen. Also mach langsam, zieh dich ein bisschen zurück. Denn du hast nämlich auch gleich drei Schlachtschiffe im Gesicht. Und das könnte wehtun. Beziehungsweise vier Schlachtschiffe. Nee, Mexiko ist raus. Also nur noch drei. Und er hat halt auch nicht mehr das Leben. Also er ist hier ein bisschen zu aggressiv vorgefahren. Hat hier aber Gott sei Dank die Atlanta nochmal rausgeholt. Da habe ich ihm gesagt gehabt, alles klar, pass auf, ich schieße jetzt hier auf die Fuso. Und hoffe damit, dass die Schiffe hier auf mich schießen werden. Weil soll die eigentlich immer so Priorität haben, so ein DD. Dann hat hier die Mahan sich zu erkennen gegeben. Und die Mahan wird jetzt hier gleich ein bisschen komisch gucken. Komm schon. Zack, kriegt sie hier 1669 gedrückt. Ein Ausfall, den hat sie auch direkt repariert. Und kriegt hier wieder einen Brand und nochmal zwei Ausfälle. Also ihr seht's, ne? Die ganz von der Gede sind wirklich, wirklich brutal. Und ihr braucht euch da auch vor einem Gun-DD nicht verstecken. Ich hatte es am Infoteil schon gesagt gehabt, der Fauxpas und ich, wir hatten uns mal in einem Gefecht getroffen gehabt. Und das war wirklich episch, weil er hatte die T61 und nicht die Gede. Und wir haben uns halt wirklich mit den Guns gebettelt. Und ich habe ihn trotzdem rausgenommen. Klar, ich habe die Nachsicht von der Nachladezeit. Aber ich habe halt einen deutlich höheren Schadensoutput als eine T61. Also ihr müsst euch da echt nicht verstecken. Da müsst ihr so ein bisschen auch verstehen, wie man das Schiff dann zu fahren hat. Das ist ganz klar, das ist Grundvoraussetzung. Aber ihr braucht euch, auch wenn ihr 6 Sekunden Nachladezeit habt, auf jeden Fall nicht verstecken. Weil eben der Schadensoutput wirklich stimmt. Entschuldigung. So. Der Luca sieht halt auch nicht mehr gut aus. Und der Luca hat halt auch keine Heals mehr. Das heißt, ich muss jetzt hier beim Luca bleiben, damit er seinen Willen nutzen kann. Ja, ich weiß auch nicht, was der Luca gemacht hat. Fragt mich nicht. Aber er hat hier halt ordentlich kassiert. Da habe ich gesagt, alles klar, komm, pass auf, ich bleibe ein bisschen bei dir. Werde mich aber jetzt hier drehen, also bremst bitte ab. Nicht, dass du jetzt gleich aus deinem Villa rausfährst und weg bist. Weil ich will hier natürlich auch gegen die King noch ein bisschen arbeiten. Ich bleibe jetzt hier natürlich nicht stehen und bemutter ihn. Ne, nimm ihn hier an meine Männerbrust oder sowas. Nee. So wird das nix. Ich will natürlich hier auch noch ein bisschen helfen, weil ihr seht, wir liegen punktetechnisch echt hinten. Und unser Schlachtschiff kriegt es da unten, glaube ich, nicht geschafft, A einzunehmen. So, wir werden jetzt hier mal auf die King Torben. Wenn sie so fährt, dann sollte es eigentlich... Oh, dann sollte es eigentlich schmecken. Mal gucken. Wir schauen mal. In 46 Sekunden habe ich auch wieder Nebel. Das heißt, ich kann dann wieder schön Ballaballa machen. So, wie gesagt, wir bleiben bei Luca. Ich habe zu Luca gesagt, ey, sieh zu, dass du dich hier zurückziehst. Weil sonst wird das nämlich langsam richtig, richtig eng. Also ihr seht es, ne? 4 gegen 4 haben wir nur noch. Komm schon. Na, unser Nürnberg hat es zerrissen, also nur noch ein 3 gegen 4. Aber die King nimmt hier ein Torpedo mit. Ja, die hat ein Torpedo mitgenommen, sehr schön. Ein Wassereinbruch, den hat sie direkt gelöscht. 10 Sekunden kann ich mich jetzt hier wieder heilen, wollte ich gerade sagen. Kann ich wieder nebeln. Komm schon. Aoba ist auch raus. Also ihr seht, es ist ausgeglichen. 3 gegen 3. Komm schon. Brenn. Tu mir den Gefallen und brenn. Weil wie gesagt, löschen kann er nicht. Jawohl, er brennt. Perfekt. Und wie gesagt, das kann er auch nicht mehr löschen. Nebelwand gelegt. So, Torpen wollte ich noch nicht, weil ich dann die Vermutung hatte, dass er hier eindrehen will und mich hier aus dem Nebel rauspushen möchte. Deswegen habe ich mir gedacht, alles klar, ich warte nochmal. Jawohl, er hat jetzt sogar einen Trommelbrand von uns. Also alles super.
Und er dreht tatsächlich ein. Und Luca zieht sich hier weiterhin zurück. Sehr gut. Da habe ich natürlich jetzt hier meinen Sonar genutzt, damit er da natürlich frühzeitig aufgeht. Damit ich ihm eventuell dann nochmal schön Torpedos drücken kann. Jawohl, die Fuso haut ab, das ist auch sehr gut. Gerade für den Luca. Ah, die King brennt und brennt und brennt. Dachte ich mir, komm, bevor jetzt die King nochmal auf Luca schießen kann. Das Gute ist, dass die King hier permanent mit AP auf Luca geschossen hat. Hätte die jetzt hier permanent mit HE geschossen, hätte Luca keine Chance gehabt. Ne? Nach dem Doppelbrand wäre es vorbei gewesen. Also das war wirklich das Glück vom Luca. Und der braucht jetzt nur ein Torpedo hier treffen oder müsste das Ding eigentlich weg sein. Und zack, die King ist raus. Perfekt. Jetzt müssten wir eigentlich auch wieder zugehen. Jawohl, die Fuso hat nochmal auf ihn geschossen. Fuso schießt auch Gott sei Dank mit AP. Und da habe ich gesagt, komm Luca, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier noch ein bisschen was machen. Weil wir müssen schauen, dass ich Richtung B komme, dass wir hier nochmal ein Cap einnehmen. Dann hat der Enemy gesagt gehabt, hier, da unten braucht ihr euch keine Sorgen machen. Die Cacciolo, die ist noch wirklich fast full life. Die West Virginia, die hat nicht mehr viel. Ja, ihr wisst ja, wie es selber ist. Vertraut niemals auf Teamkameraden. Versucht wirklich immer so zu spielen, als wärt ihr das letzte Schiff und ihr wollt hier alles noch reißen. So müsst ihr einfach immer denken. So mache ich das auch immer. Da Cacciolo hat sogar Großkaliber gekriegt. Und irgendwann habe ich zum Luca gesagt, hier Luca, sei mir nicht böse, ich muss jetzt hier langsam nach vorne. Ich muss jetzt hier wirklich mal vorfahren. Weil wir können das Ding noch gewinnen. Und es wäre echt schade, wenn wir das Ding verlieren. Sie haben zwar jetzt wieder mehr Punkte. Und ich möchte natürlich hier von Luca, und da hat er sich dann rausnehmen lassen. Wer auf die Minikarte geguckt hat, die sind halt wirklich schön aneinander vorbeigefahren und die West Virginia konnte der Cacciolo eine komplette Breitseite drücken und hat ihn vernichtend rausgenommen. Es war wohl kein vernichtender Schlag, aber der muss wohl, ihr wisst wie es ist, ne? Also er hat sich auf jeden Fall, er hatte wohl sehr viel Leben und hat sich da komplett rausschießen lassen. Sehr schade, wir liegen auf jeden Fall hinten, sehr weit hinten jetzt. Die sind noch zu zweit, wir sind noch zu zweit. Ja, Fuso fast full life, West Virginia, keine Ahnung wie viel die noch hat. Die konnte sich wohl dann nochmal heilen, hatte mir der Enemy erzählt. Und Luca fast tot. Also nicht gut. Und dann habe ich zum Luca gesagt, pass auf, ich werde jetzt auf den schießen, damit er auf mich geht. Na, ich versuche den jetzt anzuzünden. Lad du in der Zeit schon mal auf HE, weil wenn der brennt und löscht, dass du ihn auch mal anzünden kannst. Wir müssen ihn jetzt hier wirklich schnellstmöglich runterkriegen. Und das kann man einfach am besten mit der HE. Ich weiß, es ist einfach so. Ich mag es auch nicht, aber es geht nicht anders. Wir wollen jetzt hier gewinnen. So, er hat gelöscht. Das ist das Zeichen für Luca gewesen, dass er jetzt hier mit HE auf die Fuso schießt. Und das tut er auch. Also das hier wirklich. Also die Absprache war wirklich geil von Luca und mir. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, der Luca kann es manchmal, wenn er will. Ne? Manchmal kann er es ja. So, West Virginia schießt auf mich. Hat auch nicht mehr so viel Leben. Wir werden jetzt hier nochmal B einnehmen. Also ihr merkt, die letzten 3 Minuten können jetzt hier nochmal richtig, richtig spannend werden. Wir liegen halt wirklich punktetechnisch verdammt weit hinten. Wir müssen beide Schiffe versenken. Ja, Torpedo-Reichweite haben wir leider nicht, weil die Fuso, die fährt natürlich jetzt nach hinten. Luca bleibt hinten, er macht's richtig. Na, wie gesagt, Fuso kann jetzt auch nicht löschen. Das war taktisch absolut klasse, was da Luca und ich da gemacht haben. Klar, gemein, keine Frage, aber wer ist das nicht in diesem Spiel, ne? So, da ist die West Virginia. Auf die müsste ich eigentlich auch gleich Reichweite mit den Torpedos haben. 8 Kilometer Torps haben wir ja, glaube. Ah, sie dreht ein. Wir versuchen jetzt hier erstmal das Cap ein bisschen zu halten, damit die nicht mehr ganz so schnell Punkte kriegen. So, West Virginia schießt auf ihn. Dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, Alter. Die 406er, die tun dir natürlich weh. Fang ja nicht an zu boating. Weil das wird es dann für dich gewesen sein. So, komm schon, West Virginia. Nimm unsere Torpedos mit. Das wäre das Beste, was du machen kannst. Das wäre das Beste, was du machen kannst. Komm schon. Ja, sieht gut aus, Freunde. Sieht gut aus. Na, komm. Ja, ein Treffer, zwei Treffer,
Hat einen Wassereinbruch. Den konnte sie aber leider direkt löschen. Ach, und der eine geht daneben. Dass ich mir komme, den schieße ich schnell raus. Weil die 406er sind einfach für den Luca saumäßig gefährlich. Ich muss das Risiko eingehen. Entschuldigung. Ich muss das Risiko eingehen. Ich hoffe, sie hat keinen Wille dabei. Weil dann könnte es hier auf jeden Fall unser Tod werden. Ah, da hat die Fusion uns getroffen. Komm schon. Hätte hier natürlich auch mal mit AP schießen können. Und Luca nimmt sie raus. Gott sei Dank. Ja, leider hat uns hier die Fusion nochmal erwischt. Aber in 14 Sekunden. Wir müssen jetzt hier nur noch 12 Sekunden überleben. Dann haben wir wieder Torpedos. Und dann sollte eigentlich die Fusion auch raus sein. Jawohl, wir können uns hier nochmal reparieren. Beziehungsweise löschen. So, Torpedos sind nachgeladen. Ich versuche jetzt hier wirklich so nah wie möglich ranzukommen, dass er einfach keine Chance hat, den Torpedos auszuweichen. Ah, tut uns jetzt hier nochmal eine. Aber das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. In 2 Sekunden können wir uns hier auch nochmal löschen. Mal schauen, ob er uns jetzt hier nochmal rausnimmt. Kann er nochmal schießen? Ja, er kann nochmal schießen. Schade, aber wir nehmen ihn auch raus. Das war mal ein Gefecht, Freunde. Das war doch mal wirklich ein geiles Gefecht, wo die Absprache zwischen Luca und mir einfach wirklich absolut gestimmt hat. So, dann schauen wir mal. 85.019 Schaden, 2 Schiffe versenkt, 4 Wassereinbrüche, 6 Brände, 2-mal erobert. Platz 1 mit 2.523 Base-EP, Luca auf Platz 2 mit 2.021 Base-EP und 175.397 Credits Plus gefahren. Fazit zum Schluss. Die Gede ist nach wie vor ein grundsolides Schiff. Sie ist wirklich geil. Klar, die Deutschen sind nicht für jeden was, gerade wegen dieser Trägheit. Aber wer sich da reingefuchst hat, der wird die Deutschen lieben. Und wie gesagt, die 150er, die machen einfach sehr, sehr viel Spaß. Die Gede muss sich in keinster Weise irgendwo verstecken. Aber im Gesamtpaket ist die T61 einfach geiler. Das muss man fairerweise so sagen. Ja, Freunde, dann würde ich hier noch meine Kanalmitglieder begrüßen. Den René XXX, Nico V8, Raymond HH, Spartanwolf 70, Altbier King, GameStar Play HD, TD Star, Sirius 05 und The Game. Vielen lieben Dank für euren Support. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Start in die Woche. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut.